Ich habe es erst mal gespielt und das schien ganz interessant zu sein. Jetzt legen wir aber los, wa? Bauschmiedchen schleichen. Gut, aber das führt jetzt zu weit. Ich glaube, ich fange einfach mal an. Es ist so gesehen kein richtiges Spiel. Es ist eher eine interessant gemachte interaktive Story. Liegen Sie deinen Armen in Weichen. Flüstern, Schmiedchen, ist das schön, mit dir zu schleichen. Ach so? Ich soll vorher noch ein Liedchen spielen? Gut, wenn ihr drauf besteht. Gibt so ein Spiel, das würde ich eigentlich gern reviewen. Das heißt Her Story. Her Story. Kein Spiel, kein Film, aber ein Erlebnis. Simon ist tot. War es ein Unfall oder doch ein Mord? Und falls es Mord war, wer ist der Mörder? Und was wäre das Motiv? Seine Ehefrau Hannah erzählt in 7 Polizeisitzungen ihre Version der Geschichte. Unvermittelt wird man mitten ins Geschehen geworfen. Man bedient einen Computer mit Zugriff auf alte Aufnahmen eines Polizeiarchives. Diese sind aufgrund fehlender Datensicherung und einem Hochwasser weder sortiert noch kategorisiert. Es ist also unmöglich, die knapp 100 Minuten Filmmaterial in der korrekten Reihenfolge zu sehen. Man kann lediglich eine Art phonetische Suche verwenden, um sich den Weg durch 271 Clips zu bahnen. Alles, was in einem Clip gesprochen wurde, ist über die Suche verfügbar. Will man also zum Beispiel alle Clips finden, in denen Hannah von ihrem Mann spricht, sucht man nach Simon. Allerdings kann man immer nur die ersten 5 Ergebnisse anschauen, deswegen ist es manchmal notwendig, die Suche zu verfeinern, also etwa Simon Murder. An einer Markierung erkennt man, ob ein Clip schon angesehen wurde. Woher weiß man, was man überhaupt suchen muss? Es gilt, aufmerksam zu beobachten und zuzuhören. Hannah spricht beispielsweise von Eric. It was a gift from Eric. He got it this year. Wer ist Eric? That was a gift from his boss, Eric. Aha. Und was hat Simon überhaupt beruflich gemacht? He works at Ernst Brothers Glass. They do windows, all kinds of glass. Simon does the more special work. Mirror making, feature windows, artistic things. Really beautiful things. Zu viel will ich jetzt aber noch nicht vorwegnehmen. Vieles lebt von der Überraschung. Aber so viel sei gesagt, es lohnt sich, auf die Kleinigkeiten Acht zu geben. Viva Seifert, bislang eher aktiv als Turnerin und Keyboarderin der britischen Band Bikini Atoll, gibt hier ihr Schauspieldebüt. Und durchaus, sie macht ihren Job gut. Sie schwankt zwischen labil, arrogant, trauernd, unsicher und innerlich zerrissen, ohne zu viel preiszugeben. Gerade wenn man glaubt, sie durchschaut zu haben, streut sie neue Zweifel. Und das alles ist Teil des Geheimnisses, welches es zu lüften gibt. Sogar mit einer schönen Musikeinlage werden wir beehrt. The eldest envied her sister fair. Oh, the wind and the rain, with her pretty little face and her long blonde hair. Oh, the dreadful wind and rain. Bei einem solchen Spiel ist klar, dass es mit der Protagonistin steht und fällt. Diese Prüfung besteht Viva Seifert mit Bravour. Sie weckt genug Interesse, damit man dranbleibt und wirkt dabei so herrlich natürlich und routiniert, dass ihr Charakter authentisch bleibt. Richtige Hardcore-Gamer werden an Her Story kaum Gefallen finden. Nur wer dem Spiel die Möglichkeit gibt, sich in aller Ruhe zu entfalten, der wird seine Freude dran haben, dann aber umso mehr. Versprecht mir einfach nur, dass ihr euch nicht schon vorab spoilert. Das Spiel bietet keine offizielle Auflösung. Macht euch euer eigenes Bild und wenn ihr fertig seid, dann erst schaut nach, was die wahre Geschichte hinter Hannah und Simons Tod ist. And then it gets really weird, so I think that's a good place to stop.